Wetten, Fehlermeldung? Immer. Immer dasselbe. Komme ich bestimmt wieder nicht rein. Wie immer. Oder erst beim 20. Mal oder so. Was hat denn das Game, dass es immer so ewig dauert, sich zu verbinden? Ja, vielleicht komme ich ja jetzt rein. Moin Maxi. Ich komme nicht rein. Oder? Oh, doch, jetzt komme ich rein. Glaube ich. Session wird vorbereitet, ist schon mal was Gutes. Welcome back, Contender. It's good to have you back. And you're just in time for Halloween. Neo Arcadia is full of frightful surprises. New game modes, new customization options, and much more. Ich finde das sowieso, wo ich das gerade lese, Mike Shadow, ich finde das sowieso dämlich mit diesem Corona. Erstens mal ist es nichts anderes als eine Grippe, nur ein bisschen schlimmer. Und an der Grippe sind auch zahlreiche Menschen gestorben. Die müssen doch nicht die Leute jetzt nach
knapp 10 Monaten immer noch isolieren. Das muss nicht sein. Das muss einfach nicht sein. Die können doch das Leben einfach ganz normal weiterlaufen lassen. Scheiß auf die scheiß Maske. Irgendwann hat sowieso jeder. Guck dir doch mal die Zahlen an. Die steigen und steigen. Irgendwann hat sowieso jeder. Ist nur eine Frage der Zeit. Da muss man doch nicht alles noch so isoliert machen. So. Mich regt das halt auf. Das ganze Jahr ist beschissen. Du kannst nichts machen. Ich wollte eigentlich, Stand Anfang des Jahres, meinen Sommerurlaub in Amerika machen. Ja, Pustekuchen. Alles versaut, nur durch diese blöde Hysterie von den ganzen Politikern. So, 20 Battle-Punkte waren im kostenlosen Geschenk. Und das ist ein Gratis-Skin hier. Finde ich halt schon mega nice. Ein richtig starker Skin. Stufe 70 schon. Überlebe andere Teams in einem Squad-Modus. Setze den Magnet-Hack ein. Kann man machen. Die können auch nicht immer nur die Schulen schließen. Ich meine, wenn sie alles schließen wollen, sollen, whatever, dann müssen sie wirklich alles schließen. Weil ist ja nicht so, Schule ist der kleinste Überträger, sagen wir es mal so. Die Leute verdummen noch, wenn die weiterhin zu Hause bleiben. Jetzt nichts gegen Schüler oder so. Aber das ist halt auf Dauer so. Den Stoff, den du verpasst, das fragen die in der Prüfung nachher nicht, ob das dran war oder nicht. Oh, Junge. Dieses blöde Spiel, Alter. Das kriegt nichts auf die Reihe. Ich war noch nicht mal im Match drin. Dann sollen sie sich mal bessere Server kaufen, Ubisoft, aber das kriegen die ja nicht hin. Welcome back, Contender. It's good to have you back. And you're just in. Ja, die Musik ist tatsächlich. Die sollen einfach aufhören, ständig alles runterzudrehen. Die machen noch das ganze, na, was heißt Land? Die machen alles, komplett alles kaputt mit ihrer Hysterie. Und dass das alles, wie soll ich sagen, dass das alles die falsche Richtung geht, das sieht man ja bestens. Die Medien berichten nur über das Negative, um die Panik weiter zu schüren.
Hast du schon mal jemals positive Nachrichten gehört? It's Halloween, Contenders. Junge, meine Verbindung ist nicht langsam, du Scheißspiel. Muss ich Ubisoft mal bessere Server kaufen? Ja. Ich kann gerne neu starten, Hotspot. Wird aber nichts ändern. Meine Güte, ey. So, wenn ich jetzt nicht reinkomme, dann lasse ich das sein. Bringt ja nichts, wenn die Trash-Server von denen mich nicht reinlassen. Ey, hat jemand von euch Bock, gleich Fortnite zu spielen? Ich habe so eine richtig geile Map, so Mario Party. Eine Kreativ-Map. Ja, sie ist... Ach, weißt du was, dann leck mich doch, du Scheißspiel. So ein Scheißspiel, ey. Lässt dann ja nicht mal rein. Nein, Rogue Company spiel ich nicht mehr. Ich hab's letztens erst gespielt, aber das war mir dann auch wieder zu dumm. Weil die sich alle zu blöd anstellen. So, dann wechseln wir halt auf Fortnite, wenn die scheiß Server einen nicht drauflassen aufs Spiel. Ich dachte, ich habe den Titel aktualisiert. Was steht... Warte mal. Hier steht noch das alte, oder nicht? Zeig mal her. Na, was ist denn der Titel eigentlich? Ich dachte eigentlich, ich habe den geändert. Ja toll, jetzt sehe ich den Titel nicht. Ich sehe hier noch, wenn ich den ändern will, den alten. Ach, jetzt steht's hier. Na dann. Ich wollte eigentlich mal wieder Genshin packen. Weiterspielen, aber aktuell habe ich einen so vollen Zeitplan. Ist alles ein bisschen ungünstig gerade. Alles. Ich kann ja mal gucken, ob das noch ein Matchmaking-Portal dazu gibt. Können wir ein bisschen Mario Party spielen. Zur Not habe ich das gescreenshottet. Ich weiß noch, also wie der Code war. Sag mal, updatet der hier irgendwas oder was ist hier los? Nee. Das dauert alles mächtig lange. Ja, ich glaube, der Bot funktioniert nicht richtig. Der hat ja nicht mal meinen Titel angezeigt und ich weiß, dass er das kann. Das habe ich doch schon mal probiert. Warte mal, wo ist denn mein... Warte mal, jetzt muss ich mal gucken.
Ja, der Shop um 1 Uhr. Wunderbar. Ich mach kurz, glaube ich, meine... Ne, warte mal. Ich muss mal kurz in Kampflabor rein. Nee, kann ich nicht. Was ist denn mit dem Hotspot los? Warte mal. Heute spinnt irgendwie alles. Ansonsten probiere ich es über das normale WLAN, aber das ist dann noch unflüssiger. Also das normale WLAN, worüber ich jetzt auch gerade streame. Aber das dringt meistens nicht bis zu den Konsolen durch. Deswegen nutze ich das nicht. Ja gut, der Ping im Kreativmodus gleich hat auch nichts zu sagen eigentlich. Weil der ist sowieso generell hoch am Anfang, weil alles nachlädt. Deswegen wollte ich ja erst Kampflabor gehen. Wo sind denn die Matchmaking-Portale? Ach, da oben. Die haben... Oh, die haben das schon entfernt vom Matchmaking-Ding. Schade. Oder? Nee, warte mal, hier drin geht's noch weiter. Ja doch, die haben es entfernt. Schade. Vielleicht geht's ja, wenn ich die Map aussuche. Dass da so ein Matchmaking-Ding ist. Warum wird das denn nicht angezeigt bei letzte Inseln? Aber es gibt noch was, was ich zeigen wollte. Warte mal. Muss ich kurz auf mein zweites Handy gehen? Und... Oh, ich hasse die App. Oh ja, sorry.
Danke. So, jetzt habe ich den Code. Zwar nicht von der Mario Party Map, aber gut, dass ich die gescreenshottet habe auf der Switch. Das hier fand ich gut umgesetzt, wenn das das war, was ich gesehen habe. Oh, der Ping, der normalisiert sich endlich mal. Halbwegs. Ich glaube, ich komme da nicht mehr hoch, aber egal.
ich frage mich das auch. Das ist übel gut gemacht immer. Die Musik 1:1 nachgebaut. Ja, das hat bestimmt Wochen gedauert, das nachzubauen. Sogar auch den Text eingeblendet. Ey, ich glaube, ich kann das Event austricksen. Wir müssen das danach nochmal starten. Ich glaube, wenn ich eine Münze aus meinem Inventar werfe, komme ich in eine andere Szene rein. Aber ich lasse es erstmal normal. Hallo Ben.
Nee, klappt nicht, oder? Wenn ich jetzt Respawn drücke. Nee, bin ich wieder hier. Der hat an alles gedacht. Nicht schlecht. So. Ich wechsle kurz das Netzwerk. Na, heute Nacht kommt Hexe Baba Yaga als Skin. Raus. Warum haben die beim Kampflabor geschrieben, nur für begrenzte Zeit? Verschwindet der Modus bald oder was? Da wollte ich jetzt unbedingt nachgucken, weil in China steht das auch drin. Also kann es eigentlich kein Fehler sein. Ich hole mir mal V-Bucks kurz ab. So. Ich müsste noch die Story-Quests weitermachen. Müsste. Aber irgendwie keine Lust dazu. Generell bin ich aktuell so richtig planlos, was ich überhaupt im Stream spielen soll. Ich bin da aktuell immer so ein bisschen, Was denn? Ich hatte nur mal Hunger. Das ist aktuell nicht so einfach. Ende Gelände. Also die Rettiwelt-Season geht bis 20. November. Und die Battle Royale-Season bis 30. Boah, Alter, wie das leckt hier. 14 FPS. Wir schauen mal bei PlayStation Now rein. Vielleicht finden wir was, was ich zocken kann. Ich bin jetzt sowieso über mein Hauptnetzwerk verbunden, von daher klappt das auch eigentlich.
Lass Power Ranger spielen. Rainbow Six Siege haben die im Dings drin? Das ist ja wow. Ja doch, die Season ist arschlang. Arschlang. Boah, Little Big Planet 3. Komm, lass das machen. Da habe ich jetzt Bock drauf. Das ist ein entspanntes Jump'n'Run einfach. Ja, mehr oder weniger entspannt. Müsste eigentlich sogar noch Speicherdaten haben. Dann müsste der jetzt eigentlich gleich danach fragen. Generell spiele ich in Zukunft nur noch das, worauf ich Lust habe. Ich werde mich jetzt nicht mehr so wirklich darum scheren, ich muss jetzt das spielen, ich muss jetzt das spielen. Scheiß drauf. Mach ein bisschen heller. So. Wie gesagt, ich müsste eigentlich ja auch Crash weiter zocken wegen Aufnehmen. Aber das mache ich alles dann, wenn ich mal wieder Lust habe. Ich spiele einfach nur noch das, was mir gerade vor Augen kommt, wo ich sage, ja, kannst du machen. Einer kann etwas. Eigentlich habe ich Speicherdaten für das Spiel. Eigentlich müsste der die abfragen, sodass ich nicht von vorne anfangen muss. Dein Stützpunkt für Abenteuer, dein Fenster zur Ebene der Wunde, dein Exploratorium für die Weiten der Fantasiesphäre. Das war kein Scherz, es ist deine Zentrale. Also hol dein Puppet raus und verteile ein paar Sticker und Dekorationen. Fühl dich hier wie zu Hause, denn das bist du. Lade doch ein paar Freunde ein, wenn du fertig bist. Schmeiß eine Party. Die Nachbarn. Wenn ich meinen Controller schüttel, dann nickt er mit dem Kopf. Und wenn du gehen möchtest, stapfe einfach zu deinem Zentralcomputer und drück die Menütaste. Unglaubliche Abenteuer stehen direkt vor deiner Tür. Oh, wie wunderbar. Du hast den Weg zum Zentralcomputer gefunden. Die Fantasiesphäre ist nur eine Bewegung des linken Sticks und einen Druck auf die Aktionstaste entfernt. Probier's doch einfach mal aus. Und wähle diese Stimme, die macht mich wahnsinnig. Das Spiel, wenn eine PlayStation 5 rauskommt, das werde ich auch spielen. Ich habe es zwar noch nicht vorbestellt, aber wenn die PlayStation 5 kommt, dann werde ich das spielen. Also ich habe mir Cyberpunk, das ist noch PlayStation 4 Spiel, und Godfall bestellt. Kann ich jetzt raustappen? Nee, wa? Schade. Ich zeig nachher mal Godfall, wer das, falls du das nicht kennst. Deswegen war es ein teurer Monat. Ich habe die Spiele ja schon bezahlt, weil nächsten Monat ja die PlayStation kommt und das wird auch nochmal teuer. Deswegen habe ich die Spiele schon mal bezahlt. Ich skippe mal die Sequenzen, wenn es geht. Nee. Und das bist du. Du siehst Hammer aus. Mit dem linken Stick bewegst du deine Set-Figur.
kannst leicht antippen, um etwas zu schlurfen und etwas beherzter schubsen. Spring doch, wenn du dich traust. Boah, diese Stimme, ey, die macht mich wahnsinnig. Aktionstaste drücken, kurz antippen für einen Hüpfer und lang drücken. Der Aufstieg. God of War ist nicht so meins, finde ich. Also vom Setting her mega nice. Aber ich weiß nicht, irgendwie werde ich damit nicht warm. Das ist genau wie Rise of the Tomb Raider, wie das heißt. Das habe ich auch angezockt eine ganze Weile. Nach einer Zeit ist das irgendwie ein bisschen komisch. Sieh dir Kleider an, die sagen, ich mein's ernst, Kleiner. Schnapp dir vielleicht ein paar robuste Hosen oder einen Abenteurerhut. Das Spiel ist von Supermassive Games? Wusste ich gar nicht. Hast du bemerkt, dass Zack-Figuren bei ihren Streifzügen durch die Fantasiesphäre alle ein Pokerface tragen? Konzent. Okay, ich weiß, dass du ganz wild auf das alles bist, aber bitte denke an das Ethos der Fantasiesphäre. Gestalten und teilen. Ja, danke, altes Haus. Ich übernehme jetzt. Ah, so ein Glück. Da ist ja meine rechte Hand ins B. Bereit, mir bei Bankums Rettung zu helfen. Nur ein kleiner Druck auf diese Taste und unser Abenteuer beginnt. Oh, nein, auf der linken Seite? Nein, wenn ich davor stehe, dann wäre das ja, nee, auf der, nein, die hier war's. Überspringen. Steigen wir von diesem Berg. Ich habe ein Geschenk für dich. Ach, wie ich die Bergluft doch liebe. Sie ist so luftig. Warte mal, ich nehme das hier noch mit. Weg. Ja, das ist das, was ich an 2D-Spielen nicht mag, wenn du im Hintergrund laufen kannst drücke oder den nach vorne. Stick nach unten und drücke die Aktionstaste, um von einer Stufe zu springen. Das finde ich halt nicht schön. Wenn du vor einer Stufe hochspringst, bist du automatisch rückwärts darauf geschoben. Habe ich dir je erzählt, wie ich mal in einem Hut feststeckte? Wirklich? Tja, ist eine wahre Geschichte. Und immer noch aktuell, denn die Gefahr, in Little Big Planet stecken zu bleiben, ist so groß wie nie. Falls du in einer unüberwindlichen Schlucht oder sonst einer Klemme feststeckst, ist dein Poppet der Schlüssel zur Erlösung. Öffne es mit deiner Menütaste und markiere die erneut versuchen Option mit dem linken Stick. Halte dann einfach die Aktionstaste gedrückt, bis dein kleiner Sackkumpel schließlich explodiert. Keine Sorge, er ist ruckzuck wieder da, ausgespuckt am zuletzt passierten Sprung. Okay. Ebenen Sprungbretter lassen dich von vorne nach hinten und hinten, genau, rein und raushüpfen. So wie ein
rein und raus hüpfst. Toll gemacht. Dein Hoppen ist echt nicht zu toppen. Aktiviere mit der Aktionstaste die blauen Ebenensprungbretter. Du verdrücke mich immer. Benutze die Greifentaste, um an kletterbaren Oberflächen. Die Stimme, die ist angenehmer als diese Erzählerstimme da. Du kannst während des Kletterns auch springen. Drücke einfach die Aktionstaste. Wie soll ich denn daran kommen? Ah ja. Diese Tomaten da. Wunderbar, ich wusste, du kannst es schaffen. Wie soll ich denn da hochkommen? Huch, jetzt habe ich mich losgelassen. Hä? Wie soll denn das gehen? Ach so, ich sehe schon. Schwammige Teile und ziehe sie mit dem linken Stick umher. Nein, 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 du bleibst hier. So. Ich drücke die ganze Zeit aus Reflex R1, weil ich denke, ich renne die ganze Zeit. Naja, dann nicht. Oh, jetzt die Tage kommt ja auch noch wie heißt das? Was kommt jetzt die Tage raus? The Dark Pictures, ne? Da kommt ganz schön viel raus die nächsten Tage. Drücke beim Ziehen oder Schieben die Aktionstaste, dann bekommst du mehr Schwung. Ja gut, das ist der Nachteil an Streaming, ne? Mal gucken, ob er sich wieder fängt. Das Spiel wird ja gestreamt gerade. Deswegen spiele ich eigentlich immer über das andere Netzwerk. Mal gucken, wo ich rausgesetzt werde, wenn ich neu starte. Das ist der Grund, warum ich eigentlich immer über das andere Netzwerk spiele. Ja, heute geht alles. Klappt alles wunderbar. Gucken, ob der Server gespeichert hat, wo ich war. Vielleicht gibt es ja so eine Kulanz, wie soll ich sagen, dass der weiß, aha, der war jetzt vor 3 Minuten noch da, dann kann er da weitermachen. Ah, sieht nicht so aus. Naja. Du kommst genau rechtzeitig zurück. Wir haben allem gerade den letzten Schliff verpasst und deiner Rückkehr enthüllen wir also na alles. Sei nicht schüchtern.
Komm zum Zentralcomputer und tippe die Menütaste an, um alle Angebote zu sehen. Halt dich gut fest. Wir haben nicht untertrieben, als wir gesagt haben, dass es dich aus den Socken hauen wird. Oh, anscheinend hat er das erste Level fertig gemacht oder so. Keine Ahnung. Ja, wenn das nochmal ist, dann... Keine Ahnung. Ah, nee. Steigen wir von diesem Berg. Ich habe ein Geschenk für dich. Ja, dann machen wir das nochmal. Ach, wie ich die Bergluft doch liebe. Sie ist so... luftig. So bergig. Aber nochmal starte ich das nicht neu. Dreimal dasselbe zu sehen, ist auch öde. Drücke den linken Stick nach oben und unten und du gehst zum Bildschirm hin oder weg. Drücke den linken Stick nach unten und drücke die Aktionstaste, um von einer Stufe zu springen. Wenn du vor einer Stufe hochspringst, wirst du automatisch rückwärts darauf geschoben. Habe ich dir je erzählt, wie ich mal in einem Hut feststeckte? Wirklich? Tja, ist eine wahre Geschichte. Und immer noch aktuell, denn die Gefahr in Little Big Planet steckt. Ebenen Sprungbretter lassen dich von vorne nach hinten und hinten nach vorne hüpfen. Versuch's mal. Genau. Rein und raus hüpfen. So wie ein rein und raus hüpfdings. Hoch. So. Toll gemacht. Dein Hoppen ist echt nicht zu toppen. Aktiviere mit der Aktionstaste die blauen Ebenensprungbretter. Benutze die Greifentaste, um an kletterbaren Oberflächen zu klettern. Du kannst während des Kletterns auch springen. Drücke einfach die... Ach, was du nicht sagst. Ist ja nicht so, als ob wir das gerade schon hatten. Wir sind gerade schon an diesem Knäckebrot hier hochgeklettert. Du kannst es schaffen. Oh, da im Hintergrund ist was. Ja, gute Arbeit. Das habe ich vorhin gar nicht gesehen. War gut, dass ich das noch gesehen habe. Ja, das zu timen, das ist ja arschschwer, ey. Ja, Doppelsprung kann ich auch. Nice to know. Ah nee, doch nicht. Oh, really? Jetzt. Schnapp dir mit der Greifentaste schwammige Teile und ziehe sie mit dem linken Stick umher. Klappt anscheinend sogar ohne linken Stick. Beim Ziehen oder Schieben die Aktionstaste, dann bekommst du mehr Sprung. Ich habe jetzt ein Déjà-vu, pass auf, gleich stürzt wieder ab. Es leckt aber tatsächlich schon. Lul. Na los, erstmal abschmieren, los. Oh, ich will das hier hinten ziehen. Geh weg.
Wenn das hier falsch ist, was ist denn dann da unten? Nee, warte, wenn das hier der richtige Weg ist, so. Was machst du denn da drin? Wir haben nicht ewig Zeit. Egal, dann nicht. Ich lade es mal runter, dann können wir es später spielen. Okay, hat er nicht gemacht. Guck gerade, was könnte ich noch machen? Watch Dogs wäre eine Möglichkeit, da müsste ich aber die Disc suchen. Assassin's Creed 3 Remastered. Doch, das könnte man machen. Tatsächlich. Ich bin ja jetzt durch mit dem Hauptspiel eigentlich. Lol, Fortnite ist immer noch offen. Ich habe das schon mal angespielt, das hier. Ja, Bendy, da weiß ich gar nicht mehr, wo ich stehen geblieben bin. Ich glaube, das war an der Stelle, wo ich nicht mehr weiß, wie es weiterging. Ja, warte, komm, das Bendy. Huch, vielleicht komme ich ja weiter. Bin, glaube ich, so weit. Nee, warte mal. Ich hatte das mal auf YouTube hochgeladen, aber ich glaube nicht, dass ich so weit war, wie die YouTube-Videos waren. Ich glaube, auf YouTube waren nur 2 Videos dazu oder so. Danach hatte ich keine Lust mehr. Wie so oft. Oh, ich glaube, morgen mache ich Streampause. Ich merke schon, dass ich wieder aktuell ziemlich geschafft bin. Ich könnte am liebsten jetzt auch schon ausmachen. Ich glaube, nächste Woche wird eine kurze Streamwoche. Wenn der Plan so bleibt, wie er ist, mein Dienstplan, dann ist Mittwoch, glaube ich, frei. Montag, Mittwoch und Freitag frei oder so. Ich weiß gar nicht mal, wo war ich denn hier stehen geblieben? Nimm den Schraubenschlüssel. Tipp, suche Getriebe in Level 9. Schraubenschlüssel habe ich ja schon.
Oh, ich muss gleich wieder niesen. Ich muss gleich wieder niesen. Das weiß ich jetzt schon, weil mich das ständig im Hals juckt. Und wenn ich dann mit der Zunge da hinten reibe, dann muss ich irgendwann niesen. Das ist immer so. Das ist also dann kein richtiges Niesen, das ist Reizniesen. Ah, da ist es. Das ist wie Reizhusten, nur mit Niesen. Reizniesen. Ah, Hilfe. Ich weiß gar nicht, wo ich hin muss. Ich laufe einfach irgendwo hin. Oh, danke. Siehst du, ich bin jetzt schon wieder völlig planlos, wo ich hin muss. Da könnte ich am liebsten wieder das Spiel schließen. Und was anderes spielen. Hier nicht schon? Ja, toll. Ich glaube, hier war ich schon. Ich bin, glaube ich, in die genau andere Richtung gelaufen, wie ich hätte gehen müssen. Kann der mich denn treffen, Junge? Der war 10 Kilometer weg. Bin ich jetzt nicht von hier eben gekommen? Ich glaube ja. Level P. Ich weiß gar nicht, bin ich hier richtig oder nicht? Ach, ich habe keine Ahnung. Geht der jetzt oder geht der nicht? Das war jetzt kein aussagekräftiges Geräusch. Ah ja. Goofy wartet auch schon auf uns. Sieht doch aus wie Goofy. Fast 1:1. Suche Getriebe in Level 9. Ich glaube, jetzt bin ich da, wo ich eben angefangen habe. Ja, genau. Na gut, hätte ich mir das auch sparen können. Lass mich rein. Kann man hier auch rennen?
Ja, wow, das Rennen sieht aber auch nicht schnell aus. Und du bist auch wieder respawned. Junge, ich wollte gerade sagen, was ist das hier schon wieder? Das geht. Achso, das geht auch nicht. Ja, hallo, ich kann ihn nicht angreifen. Der hat so eine Protection-Teil. Jo. Aber irgendwas mache ich, muss ich hier noch machen. Suche Getriebe in Level 9. Das hier ist Level 9. Woanders kann ich nicht hingehen. Der einzige Bereich, den ich hier absuchen kann, soll, ist der hier. Aber hier geht es ja anscheinend auch nicht weiter. Was soll ich denn noch machen? Nimm den Schraubenschlüssel. Das, was ich in der Hand habe, ist doch einer, oder nicht? Suche Getriebe in Level 9. Das ist Level 9. Hier gibt es nur die Option, nach oben zu gehen. Da war ich eben schon. Oh. Keine Ahnung. Ich fahre mal in die 11. Ach, die 11 ist oben. Ah, das ist bestimmt da, wo ich eben war. Ah ne, ich war bei P. Mach doch auf. Eben ging das doch. Thank you.
Ich habe keine Ahnung. Oh. Oh, nee. Ich hau mich jetzt hin. Ist zwar heute ein bisschen kürzer, aber ich mache jetzt zum Abschluss noch Godfall. Das wollte ich ja zeigen, das ist der Launch-Titel, den ich mir hole für PS5. Aber ich denke, morgen mache ich Pause. Ach, siehst du, ich habe sogar Far Cry 6 hier noch offen. Im Browser. Ich muss es über den Browser machen. Wenn ich die YouTube-App nehme, dann haben wir das gleiche Problem wie damals auf der Switch. So, warte, machen wir das hier noch. So. Junge, was ist dein Problem? Mach endlich mal Vollbild. Junge. Chong. Chong. So, das ist Godfall, was ich mir dann hole, wenn es rauskommt, zu Release. Fun Fact, das Schwert sieht aus wie das Schwert aus Fortnite. Aus diesen 7. Exakt so. Gab's doch noch irgendwas, warte mal. Combat Trailer. Jetzt kommt bestimmt noch mal Chu.
Freue ich mich schon. Was ich mir auch schon vorbestellt habe, ist dieses Ubisoft Immortal Phoenix Rises. Das ist quasi Ubisofts Zelda Breath of the Wild. Es gibt auch Schreine, wo man seine Fähigkeiten verstärken kann und sowas. Da gibt es auch schon Gameplay zu. Ich glaube, Nintendo hat da schon was Deutsches zugebracht. Das kommt Anfang Dezember raus dann. Das hole ich, oder habe ich auch schon vorbestellt, glaube ich. Ich muss noch mal gucken. Ich habe es aber, glaube ich, für Switch vorbestellt. Ja, doch, ich glaube. Es kommt auch für Switch raus, ja. Okay, das machen wir noch, ne? Ich suche jetzt noch einen Trailer zu Immortal, falls du das noch nicht gesehen hast. Ich glaube, Immortals heißt es. Und dann irgendwie so komisch geschrieben. Ich glaube, so wird es geschrieben. Wenn ich jetzt richtig liege, dann bin ich einfach der Beste. Das schreibt man ganz blöd. Boah. Naja, fast. Also richtig geschrieben ist es schon mal. Nur, dass es Rising statt Rises heißt. Mann, bin ich gut. In a world where the gods. In a world where the gods are powerless to. Really? Are you kidding me, Prometheus? Zeus, I am the one telling the story. You can't start the trailer that way. Don't interrupt my narration. Das ist quasi Ubisoft's Breath of the Wild. Destroyer of gods. Ich weiß nicht, ob man das hier so gut erkennen kann. Aber in den Gameplays, die wir veröffentlicht haben, sieht man das am besten. Chaos, we must depend on a mortal. A mortal? Who washed ashore. Das ist vom Gameplay her 1:1 Breath of the Wild. Unprepared for the destiny that awaits her. Good luck with that! Und mit griechischer Mythologie. Oh, look! She just saved Hermes's. Shh! He's about to reveal the plot. The vanquished gods need to be reunited with their severed essences to regain their power. Then, together, you must defeat Typhon. All we have, Phoenix, is you. No pressure. Thanks. I think. Thus, my dear cousin, begins the rise of Phoenix. Das quasi das Parasegel von Breath of the Wild. Possible storytelling, but with no epic action scenes whatsoever. Ikona. Ah, now you're talking. Zyklopen gab's auch in Breath of the Wild. Das sind die Schreine quasi, das hat man gerade gesehen. Das mit diesem Weltraum im Hintergrund, das sind die Schreine. So, she wins or what? That, Zeus, you'll have to find out for yourself. Oh, come on, video games won't be invented for another 2,500 years. Immortals Phoenix Rising, available December 3rd. Das wird nice. Ey, was, kennst du die Serie Zoe 101? Die Schauspielerin hat eine neue Version von dem Intro rausgebracht, der Song. Was? Zoe 101? Das war damals eine der besten Serien. Das bekommt ja auch neue Folgen jetzt nächstes Jahr. Die haben sich nach 13 Jahren wieder vereint und neue Show gemacht. Das war eine der beliebtesten Nickelodeon-Serien. Na, dann machen wir das nochmal schnell an. Are you ready? Habe ich das gesehen?
von dem neuen Musikvideo. Naja, gut. Das könnten wir eigentlich öfters machen. Das bockt eigentlich, ne? Wir müssen ja nicht immer nur zocken. Wir können uns auch irgendwelche Videos angucken. So einen auf ungeklickt. Das können wir zukünftig, denke ich, mal öfter machen. Das finde ich eigentlich ganz lustig. Muss ich mir nur welche raussuchen. Oder wir können ja primär Funny Moments machen. Ich kenne zwar schon von vielen Spielen... Oh, warte. Eins noch. Ein Video zum Abschluss. Dann fangen wir gleich mal an ein bisschen. Ich kenne zwar schon fast alle Videos von diesen Memes, aber... Nee, warte. Ich kenne zwar schon fast alle Videos von diesen Memes, weil ich die mir an einem Tag reingezogen habe, weil die mega lustig sind teilweise. Aber, ja. So ein 10-Minuten-Video am besten. Zum Abschluss. Ich weiß nicht, ob du Buttercup-Memes verstehst. Das sind halt... Das Lustige daran ist halt die Musik. Dass halt was Negatives für die Leute, die das betrifft, passiert, das ist ja klar. Meistens nutzt man dann so eine Videobearbeitung mit Pausieren, ranzoomen und dann weitermachen und dann nochmal pausieren. Einfach nur, damit es zum Beat passt. Das ist so der Sinn dahinter. Eigentlich. Aber ich finde das halt wegen der Musik mega nice. Warte mal, was nehmen wir? Ach, nehmen wir das jetzt, das geht 8 Minuten, scheiß drauf. Manchmal ist doch Unlustiges dazwischen, also ist nicht immer nice. Na warte, jetzt kommt erstmal sein Intro. Okay, das Video kenne ich noch gar nicht. Ich habe jetzt irgendwie nicht hingeguckt, was war denn jetzt Sache? Verständlichen Sprache reden würden, wäre das alles okay, aber... Also die, die ich bisher gesehen habe, waren lustiger. Das Video kenne ich noch gar nicht. Ja, ist so, ich verstehe auch noch Bahnhof. Wenn ich wechsle, ich gleich nochmal. Auf den anderen. Der andere macht bessere Videos. Ach komm, lass das jetzt machen. Dieser, wie heißt denn der? Der andere, der macht immer gute Videos. Wo ist denn der? Hat er sich umbenannt? Ich habe eigentlich immer einen anderen geguckt. Oder hat er sich gelöscht? Das kann doch gar nicht sein. Doch, ich glaube, der hat sich umbenannt. Der hieß doch nicht Jensen irgendwas. Ich weiß aber auch nicht, wie er sonst hieß. So, what's your name? Das ist der. Das habe ich schon gesehen. Aber der hat sich dann umbenannt. Wahrscheinlich sein Real Life. Es geht nur 4 Minuten, aber scheiß drauf. Okay.
Und das sind so halt die. Die freezen den Moment ein, wo etwas passiert. Dann läuft es weiter, dann machen sie weiter, dann zoomen sie ran. Und meistens dann noch so ein Moment, wo sie sich schämen. Siehst du, hier fängt es an. Da hat sie den nächsten umgekesselt. Und die Musik dazu, das ist einfach bei jedem Meme immer einzigartig. Ich finde das einfach immer nice, diese Videos. Einfach weil die Musik dazu dämlich ist. Gottes Willen. Junge, einer bunzt den anderen. Ich finde diese Memes einfach die besten, die es gibt. Ich könnte mir das den ganzen Tag reinziehen, wenn ich immer neue Videos finden würde. Und ich habe eigentlich schon alle durchgepasst. Können wir ja zukünftig öfter machen, eigentlich. Muss ja nicht morgen sein, wenn ich morgen kommen sollte, ich weiß es nicht. Behind you. Bei diesem Meme muss man dazu sagen, dass, falls man das nicht verstanden hat, der wollte seiner Mom schreiben, wie geht's dir? Und die Autokorrektur hat aus wie geht's dir, wie geht's Bitch gemacht. Und dann hat es abgeschickt und das. Oh, so. Jetzt hau ich mich hin. Wie schon gesagt. Ich werde die, wir können ja immer öfter mal auf Videos reacten oder so, oder auf, oder uns was anderes angucken oder so. Können wir gerne öfter machen. Aber das hebe ich mir dann immer auf, wenn du da bist. Weil alleine zu reacten bringt nichts. Da kann ich es auch gleich selber gucken. So, warte mal, ich werde jetzt mal noch über Nacht Little Big Planet runterladen.
Dann kann ich, können wir das ja, wenn ich morgen komme, dann richtig spielen, ohne Verzögerung. Oh, ich merke schon, ich werde langsam verschnupft. Hat mich meine Kollegin doch angesteckt. Ah. Die hat nämlich auch innerhalb von 30 Minuten Schnupfen bekommen. Der ging's ganz gut und innerhalb von gefühlt 30 Minuten genau das Gegenteil. Aber ich wollte es gar nicht. Ich wollte es gar nicht starten. Huch. Ah gut, das mache ich gleich. Ich lade mir das gleich noch runter. Ja. Aber jetzt glaube ich, hat sie mich angesteckt mit ihrem Rotz. Ah, Hilfe. Na gut, einen Streamplan werde ich, denke ich mal, trotzdem erstellen, auch wenn der immer wieder mit Änderungen vorbehalten sind. Ich werde, denke ich mal, auch diesmal einen anderen Streamingplan machen. Ich mache ja immer auf Twitter den Screenshot von dem Twitch-Ding. Ich werde, denke ich mal, diesmal ein bisschen mit Bildbearbeitung rumspielen. Ich habe da was im Kopf, aber ob ich es umgesetzt kriege, weiß ich nicht. Also ich, die festen Streamtage, wo ich denke, da ich hundertprozentig online bin, ist Dienstag, ist Donnerstag und Samstag, Sonntag. Kann etwas anschauen und danach mal schauen. Bestaunen. So, ich möchte jetzt gerne das Spiel runterladen, danke. Warum hat denn der das vorhin nicht gemacht? Jetzt klicke ich nochmal Spiel. Spiel herunterladen. Ah, jetzt geht's. Boah, wie das leckt, Alter. Huch. Ich weiß gar nicht, ob ich noch genug Speicher habe. Aber sieht so aus. Ja, und da siehst du mal die Geschwindigkeit meines Internets. Das ist Normalgeschwindigkeit. Und deswegen kann es eigentlich auch gar nicht sein, dass der Stream in und wieder mal abkackt, weißt du? Du kennst ja diesen F-Bildschirm. Das macht alles keinen Sinn. Ich habe eigentlich eine schnelle Leitung, man sieht's ja. Ich glaube, das geht noch schneller. Ich bin mir aber nicht sicher. Bei PS4 hat, glaube ich, eine Gedrosselung drin. Irgendwie so war da was. Also ich glaube, PS4 hat einen Limiter drin, soweit ich weiß. Der schöpft nicht immer die ganze Leitung aus. Ist auch besser so, wenn der die ganze Leitung aussaugen würde, könnte ich jetzt gar nicht streamen. Lull. Aber gut. Dann bis denne. Bis Dienstag spätestens.